Mein Name ist Michel, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unser neues Stoßdämpfer-Zugwerkzeug vorstellen. Das Zugwerkzeug wird bei vielen aktuellen Stoßdämpfern benötigt, da die Dämpfer keine Druckstufe mehr haben. Das heißt, wenn ich einen Stoßdämpferwechsel vornehme, die Kolbenstange schaut nicht weit genug aus dem Stoßdämpfer raus. Das heißt, ich kriege eine Feder gar nicht so weit gespannt, dass sie sich in Verbindung mit dem neuen Stoßdämpfer montieren lässt. Das möchte ich euch jetzt auch hier zeigen. Das Werkzeug besteht zum einen aus einer Klemmbacke und aus einem Ausziehwerkzeug. Die Klemmbacke ist kunststoffbeschichtet, denn die Kolbenstangenbeschichtung ist sehr dünn. Wir haben hier nur ein Mü und wenn ich hier Aluminiumbacken nehmen würde oder Stahlbacken, würde ich die Kolbenstange beschädigen. Ich setze jetzt die Klemmbacke über die Kolbenstange. Das Ganze wird noch nicht angezogen. Jetzt kommt mein Ausziehwerkzeug über die Kolbenstange. Befestigt wird das Ganze mit der Originalmutter des Stoßdämpfers. Um eine geringere Reibung zu haben, haben wir hier oben ein Kugellager eingelassen. Jetzt könnte ich den Stoßdämpfer hier über das Ausziehwerkzeug rausziehen. Man sieht jetzt hier auch schön, wie die Feder komprimiert wird. Und so gewinne ich deutlich mehr Weg zur Montage meiner Feder. So. Damit die Kolbenstange nun beim Demontieren des Ausziehwerkzeuges nicht wieder in den Stoßdämpfer einfährt, klemme ich jetzt das Klemmstück über die zwei Befestigungsschrauben. So, nun kann ich mein Ausziehwerkzeug lösen, die Mutter der Kolbenstange entfernen, das Ausziehwerkzeug entfernen und jetzt sieht man schön, ich habe den Stoßdämpfer um die Hälfte circa nochmal rausgezogen und habe jetzt genug Weg, das Ganze mit einer neuen Feder montieren zu können.